Hallo da draußen, meine lieben Zuschauer, und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch. Ich bin der Ralf und das ist das Jahr 2017, die erste Folge LSPDFA heute mit einem Mercedes V12 S600. Ist ein S600, muss ich kurz nachschauen. Jo, der S600. Wie ihr sehen könnt, auch das super coole Kennzeichen 2017. Und ich habe dem Fahrzeug mal alle blauen Lichter gegeben, dass ein bisschen besser ins Setting passt. Ich werde jetzt Stück für Stück so die Fahrzeuge mal austauschen und ersetzen. Und jo, wir werden mal dieses neue Jahr mit diesem S600 beginnen. Einfach nur, weil wir es können. Ich finde es ein schickes Auto. Ich hoffe, ihr habt Silvester alle gut überlebt. Ich hoffe, ihr habt ordentlich gefeiert. Ihr habt es ordentlich krachen lassen. Spaß gehabt. Und euch geht es allen noch gut. Und ihr seid nicht so gedamaged von gestern. Alles klar. Erster Callout, Leute. Kurzes Intro. Downtown Vinewood. Sind wir gleich da. Ja, das erste Mal das Intro im Jahr 2017. Ich bin so happy, Leute, dass ihr reingeschaltet habt. Freut mich riesig, dass ihr da seid. Ich hoffe, bei euch läuft's gut. Bei mir geht's auch wieder etwas besser. Oh, wir haben hier schon direkt einen Unfall. Ist das ein Unfall hier vor Ort? Sah fast so aus, ne? Okay, mal gucken, ob ich den krieg da vorne. Okay, wir machen gleich mal eine Straßensperre. Vorsicht bitte. Okay, der hat das Polizeiauto geklaut, wie es aussieht, oder? Okay, ich fahre mal nicht so nah ran. Ich würde sagen, wir holen mal Air Support ein. Okay, das Polizeiauto da vorne schaut... Der fährt auf jeden Fall nicht schnell oder so. Ich würde auf jeden Fall ein bisschen Gas geben. Okay, Helikopter ist da, sehr gut. Roadblock ist da. Der fährt nicht wirklich viel, ne? Ich weiß gar nicht, soll ich da schon mal... Ah, jetzt radiert er ein bisschen. Sofort raus, runter auf den Boden, runter auf den Boden, runter auf den Boden, runter auf den Boden, sind sie festgenommen. Ey, mein erster Festgenommener im Jahr 2017. Ein Ausbrecher aus dem Knast, are you kidding me, Leute? Bester Einsatz. Habe dich erwischt, du Penner, ey. Kommst jetzt wieder schön zurück in den Knast hier, was glaubst du, wer du bist, Mann? So, mal schön mitkommen hier. Oh, Vorsicht bitte hier, Vorsicht bitte. Rein in meine Karre, du Penner. Oh geil, was ist mit dem Licht passiert? Seht ihr das? Das Licht hängt an der Tür. What the fuck? What the fuck? Okay, ist kein Top-Mods-Fahrzeug, Leute. Entspannt euch. Entspannt euch. What the fuck, ey? Ich hab das gerade von GTA. Oh, der ist tot. Da haben wir Toten. Ich muss mal kurz die... Muss mal hier aufräumen. Also das mit dem Licht ist hier echt abgefahren. Wie ist das denn passiert, ey? Okay, das steckt einfach... Oh, shit, jetzt steckt es einfach hier in der Tür drin. Sehr uncool, ey. So, was machen wir denn mit dem Typen hier? Ja, ich denke, ich fahre das Auto mal kurz auf die Seite und versuche den dann rauszuholen. Vielleicht besteht ja noch eine Chance für den Typen. So, Vorsicht bitte. Und schauen wir mal, ob ich den da rauskriege. Ja, mach mal kein Foto hier, du Penner. Was ist mit dir los, ey? So, alles klar, auf den Boden und EMS rufen. Ist der Typ da noch drin, ja? Okay. Böser Gefangener, böser Gefangener. Was haben Sie meinen Kollegen angetan? Böser Mann. Ich hoffe, Ihnen tut das Blaulicht im Nacken weh. Ja, das hoffe ich auch. Zu Recht. So. Das Fahrzeug lassen wir mal absteppen. Der wurde sowieso geklaut. So, alles unter Kontrolle. Wo bleiben die denn, Mann? Maddox, gib mal ein bisschen Gas. Vorsicht bitte, hier liegt eine... Ja genau, lauft einfach drüber, alles gut. Ja, schauen wir nicht so hier. Gibt nichts zu sehen, fahren wir weiter hier. Komm, kusch. Ja, geh mal weiter. Daher gehen Sie mal weiter. Schauen Sie nicht so blöd. Unglaublich. Ah, ist jetzt randaliert. Warum ist da was kaputt gegangen? Wow. Ist der Truck hier gerade... Ey, gehen Sie mal ein Stück weg bitte von dem Auto hier. Sind Sie nämlich im Gesicht? Eine Brille. Ah, eine Brille ist es. Ah ja, ganz ruhig. Gehen Sie mal ein Stück auf die Seite. Ja, hau mal ab. Genau. Wo bleibt denn der Medic, verdammt Axt? Ah, da drüben steht er. Kommt leider nicht hier rüber. Die Leiche sieht auch wirklich nicht gesund aus. Der hat die besten Tage hinter sich. Hier drüben, Medic, komm mal rüber. Ja, super, so gehört sich das. Sehr gut. Ah, komm. Ich habe alles gerufen, es sollte reichen. So, wir schnappen uns jetzt mal hier eine Route, würde ich sagen. Einmal umdrehen. Ich
mach die Sirene wieder an, weil es einfach so geil ist. Was ist da los mit meinem Auto? Also, das habe ich auch noch nie gesehen, dass ich das LED einfach, wenn jemand hinten einsteigt, da so hinten reinklemmt. Also, ja, immer wieder mal was Neues, Leute. Und, ja, wie gesagt, jetzt muss ich hier ganz kleinlaut sagen und ich beschwere mich über Topmats und hier bei dem Fahrzeug klemmt sich die LED an die Tür. Nobody's perfect, Leute. Das nehmen wir mal mit aus dieser Folge. Nobody's perfect. So, dann einmal hier rüberfahren. Das finde ich auch sehr geil. Pass mal auf, ich soll hier rüberfahren, um dann hier wieder links abzubiegen. Genau so gehört sich's im Straßenverkehr, Leute. Habt ihr euch das gemerkt? So, wir fahren dann mal hin und parken hier vor der Tür. Lassen den dann mal raus, würde ich sagen. Ah, habe ich den nur nicht erwischt. Schade. Ich glaube, ich muss hier ein Stück weit... Oh, das Fahrzeug ist einfach verschwunden. Warum auch nicht? So, jetzt? Ja, sehr gut. Guck mal, Leute. So, dann stecken wir hier mal in den Knast. Schön, dass die Sirene angegangen ist. Die Taste 1 macht auch die Sirene an. So, Sie, Herr Kriminelle, kommen Sie mal mit der Ivan Grove. Ja, ja, oh Gott, wie schauen Sie denn überhaupt aus, ey? Haben Sie ein bisschen ins Gesicht bekommen im Knast, ne? Haben Sie sehen ja nicht mehr... Oh, guck mal, wie er schaut, wie böse. So, kommen Sie mal mit hier. Rein in die Zelle mit Ihnen. Kommen Sie mit. Genauso kriegen wir die erste Zelle. Kommen Sie mal, die ist so frei. So, machen Sie sich mal bequem. Handschellen werden Ihnen jetzt weggenommen. So. Herr Grove, Sie werden jetzt hier warten müssen, bis Sie... Ja, bis Ihre Verhandlung kommt. Keine Ahnung, wann die ist. Frohes neues Jahr, machen Sie es gut. Ich bin weg hier. Hey Jungs, macht's gut. Ich bin wieder draußen, ne? In der frischen Luft. Ihr kennt mich ja. Ich bin so eher der Draußen-Typ. Schnauze, Sirene. Gut, wir fixen nochmal kurz unser Fahrzeug, weil so können wir nicht weiterfahren. Fahrzeug wieder gefixt, Leute. Alles wieder gut. Use appropriate caution when dealing with the pursuit. Alles klar, Leute. Wir haben eine Verfolgungsjagd. Da gucken wir nochmal, wo überhaupt. Wo überhaupt? Ist der nicht schon wieder verschwunden? War die nicht gerade auf der Map und ist schon wieder verschwunden? Manche Verfolgungsjagden sind ein bisschen skurril, muss ich euch sagen. Ich werde in nächster Zeit auch neue Callouts installieren. Der ist weg, der Callout. Ich sehe gar nichts mehr. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Citizens report a possible mugging in Vinewood Hills. Alles klar, Vinewood Hills, possible mugging. Die Karre hier ist ein bisschen schwer. Ist ein bisschen träge, ist so ein bisschen so ein Opa-Auto. Ich weiß ja nicht, Oma und Opa, was fahren die denn bei euch für Autos? Also ich kenne hier bei uns so die Sonntagsfahrer, die typischen, kennt man ja. Jeder, der einen Führerschein hat, weiß, was ein Sonntagsfahrer ist. Wer es nicht ist, ich erkläre es gerne. Das sind die, die am Sonntag immer mit 20 km/h durch die 50er-Zone fahren. Also natürlich übertrieben. Aber Sonntagsfahrer, als Sonntagsfahrer bezeichnet man Leute, die sehr langsam fahren, breites Auto haben, also so wirklich so eine Arschruhe haben, Sitzheizung, tralala, und dann, ja, rumschleichen oder 3 Minuten brauchen, um abzubiegen. Das sind Sonntagsfahrer. Und es sind meistens eben leider ältere Leute mit dicken Karren, die Arschruhe haben, weil die am Sonntag nichts vorhaben. Deswegen Sonntagsfahrer. Wer es nicht gewusst hat, ansonsten... Oh, ich bin schon da. Okay, ist es direkt auf der Straße? Alle sind da vorne, hört mal auf, pass mal auf. Hey, hey. Okay, ich glaube, ich hole mir hier Spot. Der ist mir zu heiß da vorne. Der hat direkt eine Waffe auf die gezielt, seht ihr das? Der zielt direkt mit der auf der Straße. Ja, das ist direkt hinter dem Auto. Auf der rechten Seite seht ihr es ja vielleicht. Die rechte Seite ist, glaube ich, das Opfer. Und die linke Seite ist... Ah, ich habe sogar eine Waffe dabei. Habe ich ein gutes Scope? Ich glaube, das ist das, wo ich drüber ziehen muss. Ja, das war das, wo ich drüber ziehen muss. Alles. Oh shit! Habe ich nicht den Geiselnehmer erschossen? Doch, alles klar. Alles klar, der ist RIP, Leute. SWAT ist da, aber der Reif hat schon geklärt. Ich würde sagen, da rufen wir auch gleich direkt einen Corona-Service. Da machen wir nicht lange rum. Holy shit, was zur Hölle passiert da mit den Cops? Was zur Hölle war das gerade? Was habt ihr da gemacht? Jungs, alles gut, alles gut. Ja. Vorsicht, Motorrad, verdeckte Leiche! Runter vom Motorrad hier. Du hast doch keinen Helm auf. So, pass mal auf. Was zur Hölle? Was? Warum? Wer schießt denn hier? Stop it! Warum? Warum wird da so hart geballert? Jesus Christ, Alter. Was war das denn? Hat er es mitbekommen? Alter Schwede, Mann. So, wo ist der Motorradfahrer? Ah, da steht er noch. Übel, Mann. Du, pass auf, du kriegst ein Ticket, weil du ohne Helm gefahren bist, ja? Ich hoffe, wir haben uns verstanden hier. Du kriegst erstmal hier, warte mal, was? Du machst erstmal einen Record-Check bei dir. Nicht wundern hier, alles gut, die fahren schon irgendwie auf die Seite. Suspect is currently on parole for driving disqualified. Okay, er ist also auf Bewährung draußen, obwohl er, ja, ohne Führerschein gefahren ist, so wie es aussieht.
Also schon mal sehr verdächtig. So, wir haben einen neuen Einsatz in Mission Row. Da fahre ich auch gleich hin, aber ich werde dem jetzt erstmal hier ein Traffic Infringement geben. Und zwar wegen Fahren ohne Helm. Ich weiß nicht, ob man das in den USA darf oder nicht, aber ich werde es auf jeden Fall machen. Wo war es denn hier? Ein Infringement hier. Driving without helmet. Testing using mobile phone. Gott, gibt's hier viel da. Da ist es. Alles klar. Not wearing a helmet und du kriegst noch Ticket und... So, alles da. So, ihnen wird jetzt ein Ticket ausgestellt, weil sie ohne Motorradhelm gefahren sind. Im neuen Jahr haben sie sich keine guten Vorsätze genommen. Unglaublich. So, jetzt dürfen sie aber weiterfahren. Wünsche ihnen noch einen schönen Tag, machen sie es gut. Kostet ein bisschen Geld. Die Blutlache hier, nicht wundern. Alter, wie viele Autos da schon wieder drüber gefahren sind. Unglaublich. So, unser neuer Einsatz. Oh Mann, ey. Ja, entschuldigt bitte. Ich war auf die Seite. So. Du darfst weiterfahren übrigens, ne? Habe ich das noch nicht gesagt? Oh, scheiße. So, passen Sie mal auf. Sie kriegen jetzt noch eine Verwarnung hier von mir. Dann können Sie weiterfahren, ja? Ah, jetzt sind wieder alle ausgestiegen um mich rum. Ach, wie ich das manchmal hasse. Aber wie schön der hier aussieht, ne, der Wagen, ne? Der glänzt echt schön. So, auch diese Silberstreife an der Seite. Schön edel, das Ding. Ist schon eine ältere Karre, aber schön. Okay, wir haben natürlich im Neujahr wird wieder alles möglich versucht, um auf sich aufmerksam zu machen. Deswegen haben wir einen Einsatz über einen illegalen Radio-Broadcast. Wow, dieser Drift. Also, wir haben beim Vinewood Racetrack, bis glaube ich, dieses Pferderending, ein Fahrzeug, das illegal Radio, eine Radiostation betreibt. Also, Illegal Radio Broadcast heißt das auf Englisch. Und da werden wir doch gleich mal reinfahren. Ist der mitten auf dem Racetrack? Ist das wieder so ein Einsatz, wo ich auf der Pferderennstrecke fahren darf, ja? Sieht fast so aus, Leute. Wir fahren hier mal rein. Wenn der jetzt in der Mitte steht, habe ich sowieso ein Problem. Okay, ich bin jetzt hier auf dem Parkplatz angekommen. Machen wir die Sirene aus. Ich sehe hier niemanden. Ich sehe leider niemanden hier. Also, Suspect spotted in a gray Bravado Yuga in East Vinewood. Alles klar, East Vinewood ist weitergefahren. Da habe ich den wohl ein bisschen verpasst. Oh, der ist gerade rausgefahren, eins von beiden. Aber es gibt doch nur eigentlich diesen Weg hier rein. Ist der da vorne auf der Rennstrecke? Ah ja, da vorne, guck mal, da vorne fährt er da rechts, seht ihr es? Wie komme ich denn auf die Rennstrecke drauf? Ja, das wird natürlich jetzt eine interessante Fahrt. Ich habe keine Ahnung, wer mich auf die Rennstrecke kommt. Da kommen wieder lang, Cruise. Ah, da bleiben sie mal stehen, Mann. Was ist denn los mit ihnen? Kann ich dann... Ja, shit, ich habe noch keine Verfolgungsjagd, oder? Okay, ich glaube, wir müssen hier reinrennen. So langsam wie der fährt, habe ich auch eine Chance gegen den. Komm Ralf, joggen, renn, 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 renn. Und nochmal, komm, und nochmal. Alles klar, den hole ich mir zu Fuß. Das wird lustig. Was soll denn mit dem los? Halt, stehen bleiben! Hören Sie auf, Ihren scheiß Radiosender hier zu verbreiten. Stopp, stopp, stopp! Halt! Halt, stehen bleiben! Den Polizist, bleiben Sie stehen, stopp, halt, halt! Hören Sie auf mit dem Radioscheiß da, kommen Sie mal raus! Ob Sie spinnen! Runter auf den Boden. So. Stehen bleiben. Hier geblieben. Runter auf den Boden. Nein, nicht fighten. Ich bin Kopf. Ich bin Kopf. Runter mit den Fäusten. Runter auf den Boden. Sie haben eine illegale Radiostation hier betrieben. Was haben Sie gesagt? Sie haben einen Radiosender für Ralfing LP gemacht? Ein Fanradio? Sie wirklich? Ah, das ist natürlich sehr schade. Das imponiert mir auf der einen Seite. Auf der anderen Seite. Sie wissen, dass es illegal ist. Deswegen dürfen Sie das nicht machen. So Leute, ich habe ihn auf jeden Fall, ich lasse ihn mal abholen. Ich bedanke mich fürs Zugucken, ich hoffe, ihr habt weiterhin Bock, LSPDFR bei mir zu gucken. Schaut auch bitte auf Twitch vorbei, dort streame ich fast jeden Tag. twitch.tv/ralfingertv, GTA, Rocket League, neue Spiele, würde mich freuen. Wünsche euch eine gute Zeit, ich hoffe, ihr hattet ein cooles Silvester gestern. Macht's gut, bis bald, ich bin draußen, ciao Leute.